So, und wenn jetzt alles klappt, sind da drin keine Geschütze mehr. Das heißt, ich kann da landen, bin in Sicherheit und kann aber noch ein paar Geschütze, die außen dran hängen, dann später abbauen. Ja, wenn. Ja, doch, das sieht gut aus. So, jetzt muss ich allerdings bloß den Weg in die Brücke finden, wo der Kern sein sollte. Ich glaube, der ist da. Warum darf ich da nicht rein? Ach so, da oben ist die Tür. Ich kann nicht durch die Glasscheibe fliegen. Schäder, warum kann ich nicht durch die Glasscheibe fliegen? Weil da eine Glasscheibe im Weg ist. Warum? Ich sehe sie doch nicht. So. Ach stimmt, hier ist ja der Bronco-Buster im Weg. Oh, dieses Riesenteil. Wir brauchen weiteren Hangar. Behemoth spielt Marunas. Also wir brauchen definitiv einen weiteren Hangar, ansonsten nimmt der Bronco-Buster den Platz von 3 Schiffen ein. Es hat halt einen gebärfreudigen Hangar. Ja, diese, also in luftleerem Raum sind die Raketen immer schön anzusehen, aber es funktioniert irgendwie. Sie donnern gegen den Block und irgendwann ist der Block weg. Wenn ich mich nicht täusche, ist da der Kern drunter. Dann wäre das ja wieder viel zu leicht gewesen hier. Naja, es kommen bestimmt noch genug schwere Planeten. Stichwort Patrol Vessel, falls es jemand was sagt. Das wird lustig. Ach, 10 Raketen später. Ne, wenn es nur 10 wären. Es ist eine ganze Rucksackladung voll. Wie viel passen in einen Rucksack? Na los, geh doch kaputt. Wie viel hältst du noch raus? 805 Lebenspunkte hat das Ding noch. Eieieiei. Da gehen alle meine Raketen drauf und noch mehr, hä? Scheiße. Ich glaube, ich muss mit Sprengstoff wiederkommen. Moment. Überhaupt sollte ich vielleicht erstmal den Carrier. Ah! Ich will den Carrier markieren, aber es geht nicht. Komm. So, ein Dreck. Gehe ich jetzt halt doch schnell mal die Space-Drohnen plündern, bevor die verschwinden. Weil ein Despawn von mehr als 3 Minuten, das ist ja nicht drin, ne? Nein, natürlich nicht. Es wäre nur sinnvoll, ne? So. Damit die zumindest nicht umsonst dann da so rumschweben, ne? Also ich hoffe, dass ich nicht zu spät komme. Ah, hier ging's doch. Oh, 5 Stromspulen! Auf einmal, mit einer. Ah, das ist doch gut. So, und da oben müsste auch noch eine sein. Ja, die verschwindet vor meiner Nase. Ich hab's mir ja gedacht. Warum 3 Minuten? Ich würde am liebsten die Despawn-Timer ganz ausschalten, außer es ist leergeräumt. So, wo ist wo? Ich kenne den Aufbau des Schiffes nicht. Das sieht mir nach einem Maschinenraum aus. Da fällt mir aber gerade was ein. Wenn ich hier doch blünder, die Schiffe, die haben doch immer so ein paar Container und so, ne? Ein bisschen Glück ist da ja auch Sprengstoff oder passende Raketen drin, die nicht. Garten und Personalräume, das klingt doch gut. Naja. Abkehren, okay, dann geradeaus. Naja. Moment, Living Room, Technik, Moment, war hier nicht irgendwo, hatten die nicht auch noch einen Lagerraum oder so? Ja, genau. Unterkunft. Ach, das ist die Küche mit was zu essen? Ja, solange es noch gut ist, komm, schnell weg damit. Was? Ossipi, du bist bei Untermieter. Hallo. Weil ich unter dir lebe, oder was? Ganz genau. Okay, ich kenne doch meinen China. Ich habe gerade gefunden, wenn das richtig sehe. Ah, ihr seid beide an Bord. Nö. Also doch, ich bin irgendwo an Bord, aber woanders. Ich habe eine schwere Rüstung gefunden! Ja! Yes, baby! Oh. Okay, der Eingang zum Garten braucht eine Treppe. Die Lebensqualität hat sich gerade um 100% erhöht. Wenn ich das richtig sehe. Ich meine, die geht auch irgendwann kaputt, das ist halt der Nachteil. Aber besser eine haben, als keine haben. Ja, ich habe jetzt einfach bloß mal so 2 Decken eingezogen. Und den Rest überlasse ich dann dir, wie du das gestalten willst. Redest du mit mir? Nö, mit China. Gut. Ist dein Schiff angedockt? Weil ich hoffe ja nämlich immer noch, dass du mein Zimmer einrichtest. Schiff angedockt. Ja, natürlich im einzig freien leeren Hangar. Dein Schiff nimmt den Platz von 3 ein. Nö, Jollum steht daneben. Dann nehmen deins und Jollums Schiff den Platz von 3 ein. Also es ist zumindest sehr gewaltig, dein Schiff. Ja, das
war ja auch so die Intention. Vor allem der Hinterteil, ne? Sagst du, mein Raumschiff hat einen fetten Arsch? Ja, dein Raumschiff hat einen fetten Arsch. Außerdem bist du in der Nähe. Ich bin in dem Carrier und versuche mich durch den Boden der Brücke zu schießen. Und ich fühle mich wie ein Holzwurm, der eine Mahagoni-Tischplatte anfressen will. Ach, oder sagen wir gleich eine Stahlplatte. Ich setze mich jetzt mal in die Geschütze und lade mal durch. Oh, hoffentlich reichen die Raketen. Wie viel habe ich denn noch? Ah, okay. Es neigt sich langsam dem Ende zu, aber es könnte gerade noch so hinkommen. Wenn ich mich dann nicht durch noch einen Block schießen muss. Wer schießt sich durch Blöcke? Ich? Durch einen versuche ich durchzukommen. Mit aller Gewalt. Ich glaube, ich brauche einen Raketenwerfer V2 oder T2. Oh, da fliegt was an. Hallo und herzlich willkommen zu Empyrean Galactic Survival. Mit Jollum. Und China Tiger. Und Ossipi. Ja. Einer fehlt noch. Einer muss noch irgendwas sagen. China halt wieder. Ich hab doch. Oh, das sieht aber ein bisschen schwierig aus, dass die Toilette keinen Boden hat. Was? Die Toilette hat keinen Boden. Ja gut, dann passt umso mehr rein. Also, ist doch schön. Man fällt tatsächlich runter in die Dusche. Ach so. Ich gehe, ich gehe. Und ich denke mal, dass ich jetzt hier auch keine Platte oder irgendwas hinlegen kann. Nein, leider. Oh, shit. Von daher ist das irgendwie ein bisschen bescheuert. Oh Mist. Ich meine, warum machen die sowas? Komm schon, das muss noch aufgehen mit den paar Raketen. Komm schon. Aber gut, wir sind ja flexibel, ne? Oh nein, ich habe nur noch 5 Raketen, das hat noch 133 Gesundheit. Was machst du da? Ich schieße mich durch den Boden, um den Kern zu finden. Das ist aber eine sehr kernige Angelegenheit. Mhm. Ja, das war's jetzt, meine Raketen sind leer. War die letzte und es hat noch 73 Lebenspunkte. Und die epische Pistole reicht natürlich nicht. Ach, verdammt. Ewigblock kann man nicht packen. Nee, da muss man da wirklich einen richtigen Startblock hinsetzen. Das ist ja. So. Verdammt. Und natürlich kein Sprengstoff zum Looten gefunden oder so. Manches wirkt irgendwie nicht so ausgereift, dekorationsmäßig. So. Wir können Pommes essen. Da ist oben, da ist unten. Okay. Nein, ich möchte kein Bett, sondern eine Toilette haben. Also neue Raketen holen. Ich muss dann nochmal einen Treppenblock holen. So, und nicht zum Mond fliegen diesmal, sondern auf Akua. Treppen waren eigene Blockkategorien, oder? Ja. Ja. Aber es gibt auch diese Geländerblöcke. Ja. Das sind halt die Treppen, wo du zwar nichts drunter stellen kannst, aber drunter laufen kannst. Ach doch, so eine hatte ich hier auch. Ist er. Genau, aber jetzt habe ich wieder das Problem wahrscheinlich. Genau, ich kann so eine Treppe kann ich nicht auf eine Gehwegplatte setzen. Och, Leute. Ah nee, macht Sinn. Das weg. Ja, genau so. Ui, und auf die richtige Seite drehen. Oh, kann man auch. Kann doch mal wieder Energie nachladen. Ja, mit der Tapete weiß ich auch noch nicht, ob das so bleiben soll. Aber so kahl finde ich es halt irgendwie auch langweilig. Hast du wieder die alte Oma-Tapete oder eine andere? Die sind alles alte Oma-Tapeten. Es gibt da keine vernünftige Tapete in diesem Spiel. Ja, die richtige Frage, wie hast du alte Oma-Tapete 1, 2 oder 3? 4. Was? Naja. Wie bei den Borg, ich bin 6 of 3. Mhm. Nee, es gibt mehr als. Mehr als 3. Ja. Korrekt, Mann. So. Mann, my manwich! Oh, ein bisschen Wald. Nee, Alter. So, das. Ach so, ja, Ossel hat seinen Platz ja noch gar nicht eingerichtet. Ich auch nicht.
Ja, ich hoffe ja, dass du das irgendwann machst, solche, dass ich nichts machen muss. Ich habe keine Deko-Blöcke, aber ich kann die gerne einrichten, wenn... Ja, und dann baue ich nur um, was mir nicht gefällt. Genau. Wenn Jolong also alles. Ist. Das kann auch ein bisschen... Nee, ich bin einfach nicht so gut in dem Umbauen hier. Es kann auch ein bisschen dauern, solche, bis der Jolong hier fertig ist. Man könnte natürlich sagen, Ozl, üb dich an Inneneinrichtungen, aber ich lasse das lieber jemand machen, der davon Ahnung hat, ne? So. Was passt denn zum Boden? Jetzt landen wir elegant. Und damit soll man eigentlich. Ja, elegant. Kunstreich. So, erstmal den Helm wieder aus. Das geht ja nicht hier. Ich bin zurück, ihr Schnitzelbrötchen. Hier die Tour. Sauerstoff. Ach ja, Jolong, hier nochmal. Wann streamst du denn wieder? Ich habe keine Ahnung. Dass ich eine ungefähre Ankündigung machen kann. Vielleicht Samstag? Vielleicht. Ja, vielleicht Samstag. Ist doch mal weg mit den alten Klamotten hier, ne? Wir haben was Besseres. Aber genaue Ankündigung ist halt für dieses Wochenende schwierig. Also morgen auf keinen Fall. Aber ich hab's vor, an diesem Wochenende nochmal zu streamen. Okay. Also das Einfachste ist einfach, wenn er mir bei Twitch folgt und dann Benachrichtigung anmacht. Aber die Benachrichtigungen, die waren einen doch nicht vor. Die sagen nur, ja, jetzt ist er jetzt live, ne? Tja, jetzt fällt mir wieder auf, was der Nachteil an diesen schweren Rüstungen ist. Man ist sehr langsam damit unterwegs. Willst du mich ärgern? Warum? Ich bin am überlegen, welche Farbkombination am besten passt und solche kommt mir mit irgend so einem Pink an. Ja, doch. Das ist doch deine Lieblingsfarbe, oder nicht? Ganz bestimmt. Und da am besten, genau. Ja, grün passt jetzt nicht zu orange. Das ist mir egal, wir reden hier über meinen Garten. Nein, da ist dein Garten. Hier kannst du anmalen, was du willst. Ich hab dir hier schon einen Block rausgeschnitten, damit's passt. Ja, das kannst du ja, aber da hier drin kannst du alles grün machen, wenn du willst. So, das hat ja jetzt ja schon fast fertigen Charakter hier. Fast. Oh, das heißt, du bist mit Deko-Blöcken durch. Ich weiß noch nicht, hier ist noch, da ist noch Platz, da kann noch irgendwie eine Pflanze oder so hin. Ozl ist unten, ja. Dann kann ich ja ihm schon mal einen schicken Boden reinmachen. Was? Hier kann ja... Du machst mir einen Boden rein! Eine Lava-Oschi hin. Das klingt irgendwie seltsam. Du magst doch Holz, oder? Als Boden. Holz ist gut, Stahl ist besser. Jo doch, also ich glaube, jetzt noch ein paar Bilder an die Wand, dann wäre es perfekt, aber das geht hier ja nicht. Und das Topflappen set in die Ecke, ne? Ah, die ersten Raketen. Ach, das war ich an der Tür. Ja. Ich glaube, so viele, wie ich produziere, brauche ich dann doch nicht. Ja, stimmt, die doch. Kommen ja im Fünferpack raus hier. Das gefällt. Ach, irgendwann werden die verbraucht, keine Sorge. Nur das gefällt mir nicht. Ja. Was für eine Wandfarbe willst du denn, Ozl? Wandfarbe? Gelb oder rot? Nee, Wandfarbe meinst du? Ich weiß nicht, was... Ja, ich würde so ein... Vielleicht so ein Türkisblau? Nee, das ist zu krass. Also es ist relativ grell dann. Ich weiß nicht, so ein kräftiges Rot wäre mir aber auch zu viel. Und Gelb hat bestimmt der Schena schon. Also ich mache jetzt schon mal einen dunklen Boden, also so Mahagoni-Holzboden. Dunkelrot. Mahagoni ist okay. Gibt's vielleicht einen blassen Gelbton, den man für die Wände nehmen kann? Ja, gibt es. Weil vielleicht sieht das ja nach was aus. Hast du den Stream offen, dann siehst du es gleich. Ja, ich habe den Stream offen. Ja, das kann man machen. Ich habe jetzt das Licht auch nochmal angeschaltet, dass du auch das im Hellen siehst. Mhm, ja, kann man machen. Decke. Die gleiche Farbe. Ja, mach einfach mal gleiche Farbe. Zur Not kann man es ja umsprayen irgendwann. So, dann sind gleich meine Raketen fertig. Dann kann ich hochgehen, sprengen. Jolong, bist du noch in deinem Zimmer? Ja. Bin noch nicht 100% überzeugt hier. Wäre doch gelacht, wenn wir das Ding nicht kaputt kriegen würden da oben, ne? Aber besser geht das wohl nicht.
Ja. Das sieht doch gut aus. Ja, das ist halt das Blöde, dass das hier halt gefliest ist mit der Dusche und der Toilette. Da muss man halt irgendwas an die Seite machen. Oh, aber du hast die Fliesen auch farbig gemacht. Sieht gut natürlich. Aus. Moment, in den Raketenwerfer gehen nur 4 Raketen rein, aber ich glaube, ich sehe da 6 Ladungskapseln. So, jetzt möchtest du den Nikoblöcke haben. Besseres. Ja, und die Geländerblöcke kannst du keine mehr brauchen. Nö, ich brauche kein Geländer mehr. Ich falle auch so runter. Nee, ich krieg da keine mehr platziert. Und eine Pflanze habe ich noch. Hast du noch Licht auch noch? Ja. Das und das. Und vielleicht brauchst du ja auch noch das. Und das. Ich werde dann mal gucken, dass ich das Raumschiff von außen ein bisschen färbe. Jo, kannst du machen, wenn du willst. Dunkelgrüne Maßnahme. Denk aber vielleicht dran, nicht auf den ganzen Block anwenden. Ja, das ist genau. Klar. Ich würde irgendwas Grelles machen, damit man es auch schnell finden. Da gucke ich mal, wie hell. Bei Dunkelgrün finden wir garantiert nicht schnell. Der Feind dann auch nicht. Ich glaube, die NPCs, die achten da nicht so drauf. Die gucken mal, was so geht. Dann gucke ich mal, was so geht. Aber bei den hellen Farben fällt dann die hässliche Textur wieder auf. Kein Sauerstoff, ja, ist ja gut. Das macht nichts. Wenn die Farbe außen abblättert, ist ja nicht so schlimm. Das war mal wieder Timing. Kein Sauerstoff und dann eine solche, das macht nichts. Da im China fehlt da auch schon der Sauerstoff. Nee, fehlt hauptsächlich was zu trinken. Ah. Dann hol dir doch was. So, Mr. Carrier, ich bin zurück und diesmal wird ganz jetzt hätte ich fast was Doppeldeutiges gesagt, aber wir stehen ja hier nicht auf Doppeldeutigkeiten, ne? Würden wir nie machen. Bremsen! Ui! Au! Ditch! Jetzt bin ich drauf geditcht. Hätte man nochmal was essen sollen. Wo ist eigentlich oben, wo ist unten bei dem Teil? Ah, ich bin auch, glaube ich, immer an der Decke gelandet zuletzt, okay. Gut, wenn man anfängt zu färben und erst dann guckt, ob es wirklich nicht der ganze Block einfärben war. Hast dir was getan, Dingelchen, wie ich dich jetzt an die Wand gesetzt habe? Naja, nee, okay, das scheint den Flugzeugen, den Raumschiffen bei Empyrean ja irgendwie kaum was auszumachen. Hm. Vielleicht auch zum Glück, wer weiß. Jetzt habe ich natürlich keine Blöcke dabei. Ich habe auch irgendjemand Sprengstoff geklaut, aber das ist gut so. Piep, 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 piep. Schön grell. Das gibt's doch nicht. Das Teil, das steht immer noch. Hier im Schatten sieht natürlich noch nichts grell aus. Ach Mensch. So. Ich mal immer daneben. Ach, sag bloß, der Kern ist jetzt schon mit in die Luft gegangen. Tatsächlich. Ha! Super. Nee, ich glaube, das ist schicker. Okay, es darf geplündert werden. Es gibt tolle Energiespulen und alles andere. Ich glaube, das ist besser. Haben die Carrier auch eine Selbstzerstörung? Weil er zeigt zumindest nichts an. Aber damit würden wir mal so ein bisschen aus dem Orange rausbrechen. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Rausbrechen. Ja. Mal ein bisschen was anderes. Mach mal das Fenster auf. Wir sind im Raumschiff. Egal. So wird mein Abfangjäger los, ne? Mal so ein bisschen andere Farben reinbringen. Du kannst dann auch alte Socken rauswerfen. Vielleicht verheddern sie sich ja im Triebwerk. Oder so. So funktionieren unsere Triebwerke nicht. Aber vielleicht eher. Aber endlich wieder looten. Endlich. Hast du vermisst, ne? Ja, vor allem, wir kriegen hier Stromspulen und so weiter, ne? Zip. Ach komm, die Türen nehmen auch noch mit. Twitch über die PlayStation 3 funktioniert, ja, ich meine schon. Ja, Twitch über die PS3 funktioniert. Warum steht mein Raumschiff jetzt auf dem Kopf? Wie der Herr so ist gescheit, ich weiß, aber... So, Gerätle, mach mal voll hier. So, ich sehe schon kommen, dass ich jetzt das ganze Schiff anmale und solche dann sagt, das sieht aber scheiße aus. Naja. Mach nochmal.
Normal. Nochmal. Du kennst das doch. Erweiterte CPU. Nee, kannst du mal rauskommen aus der Tür, ob dir so dieses Farbschema quasi gefällt. Wortwahl. Ich setz mir schnell einen Helm auf. Boah, ich hätte das ganze Raumschiff. Wo bist du denn? Vorne oder hinten? Hinten, wo wir auch immer rausgegangen sind zum... für die Platten. Ach so, sehe schon. Ja, gut. Ich bin gleich da. Hier. Und. Ist das grell genug? Grün und gelb. Oder grün als, als Akzent oder gelb als Akzent? Gelb als Akzent. Akzent! Französisch. Wie genau muss man mal gucken, wie sich das jetzt noch weiter, wie das so weitergeht. Dann würde ich aber mehr grün einbauen. Na nu? Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Also grün-gelb ist gut. Na nu, na na. Also ich habe noch keine große Vision. Also ich mache jetzt erstmal wieder drauf los und dann wird man sehen, was passiert. Nur ein einzelner Gelbstreifen fand ich jetzt hier noch ein bisschen wenig, glaube ich. Aber deswegen hatte ich jetzt erstmal... glaube ich, ein bisschen weiter auseinander sein. Ja, das ging jetzt hier aber nicht anders. Ja, ja, das ist das klar. Ist jetzt formtechnisch. Ja, das ist klar. Also ich werde das jetzt nicht gestreift machen in dieser Form. Das auf keinen Fall. Doch, Streifen! Ich werde das versuchen, das schon so ein bisschen an die Form anzupassen, dass es einigermaßen sinnig ist. Zumindest versuchen. Und das in unserer Runde, da benutzt er so ein Wort wie sinnig. Ja, furchtbar, ne? Ja. Ja, wieso? In Unsinn ist auch Sinn drin. Anderes, also ich mache jetzt einfach mal drauf los, aber so das Farbschema soll schon so sein. So, Apple will bestimmt das bequeme Bett. Könnte das natürlich auch noch ganz anders machen. Natürlich will ich das bequeme Bett, wie in echt. Nee, das machen wir anders. Warum nicht? Also... Nee, Jollum sagt, du kriegst es nicht. Was? Dann gehe ich in sein Quartier und klaus ihn. Was kriegt er nicht? Das bequeme Bett. Warum nicht? Hast du doch gerade gesagt, nee, so nicht. Ich hab, ja genau, aber das war was anderes. Ich habe eine Laserkanone abgebaut, oh leider nicht im Stück, sondern nur in Einzelteilen. Schade. Weil die wäre am Stück super gewesen. Ah ja, Jollum kriegt, der Ossel kriegt hier diese Pflanzen rein, die aussehen wie Penisse. Ja, das passt. Ja, okay, das passt. Blaue Penisse. Dabei ist doch der Schäner bestimmt der Hentai hier. Nein, ich bin der Tiger. Ich kenne mich mit Fremdworten nicht aus. Ja, willkommen bei Prison Architect. Also was? Zumindest bei solchem Stream. Geh nur auf die Kommentare hier rein. Das fand ich sehr gut. Oh, sie kriegt eine Zelle. Ja, für meinen Besuch, okay. Was ist das hier eigentlich? Reparaturstation? Für deinen Besuch? Diese schönen Triebwerke hier. Kriegst du Besuch? Ja, wenn ich mich unter falschem Namen verabrede. Aber das reicht ja auch. Die gehen ja dann eh nicht mehr nach Hause. Oh, hier im Wald ist aber gruselig. Ja, stoß gut, ich muss später alleine heimlaufen. Deine Pflanzlichter sind übrigens fertig. Ach, was mache ich denn hier? Meine Güte. Nee, ist doch richtig. Ach. So fast. China. Hm? Deine Pflanzblöcke sind fertig. Pflanzblöcke. Ja, Pflanzlich, ich wollte gerade sagen, Pflanzblöcke habe ich doch keine hergestellt. Ah ja, die Nährbecken, oder, ne? Nee, er meint schon richtig die Pflanzblöcke. Ja? Die Pflanzlichter. Ach, so richtig die Dekokram-Sachen. Ja, da werde ich hier nochmal eine Extra-Decke irgendwie eins. Ich habe eine Idee. Ich brauche Gehwegblöcke. Gehwegblöcke? Geh weg. Bist du noch unten dort? Brauchst du ein Trottwart zu den Sternen oder was? Wo warst du, als sie bauten die Leiter zum Himmel? Ach, 7, damit komme ich nicht weit. Aber ist ein Anfang. Eine Dusche. Auch der Ossel braucht eine Dusche. Echt? Ja, doch, er duscht eigentlich täglich, außer er vergisst. Naja, solange er nicht unter dem Toilettendeckel duscht, ne, ist ja alles in Ordnung. Cool, können wir mal gucken, was das ergibt. Aber ich weiß nicht, ob die Katze gern duschen geht. Weil manche Katzen sind doch sehr wasserscheu. Gerüst kann man auch verwenden. Katze sagt nichts dazu. Am Ende hat sie den Spitznamen Muffel. Katze ist, glaube ich... Was macht eigentlich der Fischtank für Sushi? So, Ossel hat einen schönen Fetisch, der kann kacken und
wenn die Leute... Da kann kacken! Aus Land, schön fetisch, da kann kacken! Nein, Koprophilie ist nicht mein Ding. Nein, aber du... Ich bin nicht dungliegend. Du hast eine Glastür vor deinem Scheißhaus. Das verstehe ich eh nicht, warum es Toilettentüren gibt, die zwischendrin Fenster haben, also so Glas, ne? Du willst ja keinem beim Abseilen zugucken, ne? Also zumindest die meisten Menschen nicht. Ja, du nicht, ne? Ja, ich nicht. Er ist ja ein Fisch. Ja, bei Fischen hängt das ja immer wie so ein Fädchen hinten raus, ne? Naja. Da muss man aufpassen. Die Katze, die frisst halt Fische, ne? Auch gerne roh. Ja. Aber mit dem Fädchen, das dann hinten rausguckt, kann ich sie ablenken. So, der muss auf jeden Fall wieder ein Gelber hin. Aber wenn ich weiß, dass der China mich fressen will, schlucke ich extra vorher so 5 Tonnen Abführmittel. Da wird er mal sehen, was er davon hat. Ja, eine gute Verdauung, ne? Schneller Platz für neuen Fisch. Tja. Man muss das positiv sehen. Also er isst nicht, weil er Hunger hat, sondern weil es ihm halt schmeckt, ne? So ein Genussesser. So. Bin ich froh, dass dem Färbestrahl der Farbe die schwere Losigkeit egal ist. Das wird bestimmt lustig aus. Wenn dann da so Farbblasen vorbeigewabert kommen, oder wie? Was ist das denn? Ja, so realistisch muss das Spiel dann doch nicht sein, ne? Ich würde mich ja gern noch ein bisschen öfter mit Space-Piraten beschießen. Woher weiß eigentlich Luck im Weltraum, dass er auf dem Metall haften soll? Naja, Luck weiß das halt. Aber warum? Das kann. Jetzt hätte ich fast einen Teil von meinem eigenen Raumschiff abgebaut. Das will ich natürlich nicht. Er hat den hier nicht zu Ende aufgewertet. Immer da, das zuerst riecht. Also, who smelt it, dealt it. Ich brauche ein Fachrad. Das ist doch fertig aufgewertet. Sieht nur anders aus. Was? Ich brauch dich im Garten in der oberen Ebene. Seltsam. Irgendwas passt hier nicht. Ich brauch dich im Garten in der oberen Ebene. Machst du schon wieder neuen Dünger oder was? Nein, noch nicht. Das war jetzt aber mehr als doppeldeutig. Erst hatte ich gedacht, es könnte ja sein, dass er solche einfach so ein bisschen verarbeitet, ne, durch einen Häcksler und so. Damit den Bodennährstoffgehalt aufzurüsten. Aber es könnte ja auch sein, dass solche dann kommen muss zum Häufeln. Wie bist du denn da hochgekommen? Ach, hier. Ah, jetzt werde ich erst dann verhungern. Eben bei dieses Essen und Trinken in diesen Survival-Spielen. Das ist ja schrecklich. Ja. Das ist kaum zu bewältigen. Ja. Welche Variante würdest du bevorzugen? Alle. Ich würde die linke bevorzugen, weil die stilistisch einfach besser aussieht. Also Gerüstblöcke, okay. Das sieht aus wie ein Gerüst und das hier wirklich so wie so ein Gehweg, also dass man hier oben noch entlang gehen kann. Kriegen wir das, was im Todesstern gefehlt hat? Ein Geländer? Okay, der mobile Konstruktor ist voll. Fertig. Mein was? Meine Pizza? Dein Zimmer. Ich glaube auch übrigens, das Folgenende ist fertig, also die Folge ist fertig. Oh, es ist ja ein Traum. Du solltest öfter damit aufnehmen. Na, wenn ich es noch ein bisschen besser unter Kontrolle kriege, vielleicht. Mal gucken. Ja, denn danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Horrido. Horrido. Ach, liebe Leute, das glaubt ihr nicht, wie sehr das einen abfacken kann, wenn man dann da oben hockt, ne, und dann reichen die Raketen nicht aus. Und Sprengstoff hat man auch nicht dabei, ne? Naja, wieder was gelernt. Immer Sprengstoff dabei haben. Ist auch in den modernen Empyreon-Versionen wirklich nicht verkehrt. Naja, okay, ich musste halt zurückfliegen, ein paar neue Raketen holen, ne? Aber jetzt hat's ja geklappt. Jetzt kann ich den Träger komplett auseinandernehmen, ein bisschen wertvolle Beute mit abgreifen und naja, es wird nicht lang vorhalten, weil wir wissen ja, solche und Jollum sind immer noch am Arbeiten. Ich weiß nicht, wie viel vom Schiff aktuell noch fehlt, aber bestimmt noch einiges, vor allem Stahl, aber davon haben wir ja jetzt erstmal genug eingesteckt. Also zumindest könnte es ausreichen, wenn die Außenhülle nur noch so ein bisschen vervollständigt werden muss. Aber wenn sie jetzt hier zum Beispiel noch die Transformationsfunktion in eine Weltraumputze oder sowas einbauen wollen, dann wird es nicht ganz reichen. Naja. Okay, ich sag dann mal vielen Dank fürs Reinschauen von uns allen, ne?
Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit dieser Folge und dann sehen wir uns ja vielleicht das nächste Mal wieder bei Empyrean Galactic Survival. Bis bald!